Herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich bin Liane und spiele heute Wild Mender. In diesem Survival-Game muss ich nicht nur überleben, sondern eine winzige Oase zu einem prächtigen Garten ausbauen und allmählich das Land begrünen. Das Spiel gibt's auf Steam nur für Windows, hier läuft's mit Proton 8.0 unter Linux. In unserem Test lief das Spiel auch auf dem Steam Deck, allerdings ist die Controller-Unterstützung noch nicht ganz perfekt. Die Landschaft hat bei mir dann so ein bisschen geflackert. Das habe ich allerdings behoben, indem ich die Option Schattierung mit variabler Rate bei halber Rate abgeschaltet habe. Und jetzt zum Spiel. Ich bin in der Wüste gelandet und habe hier eine kleine Quelle, eine Geisterquelle. Ich kann interagieren und gucken. 500 Wassereinheiten vermutlich hat sie, Verbindungsreichweite 60 Meter. Das heißt, ich kann sie mit anderen Quellen verbinden, später dann. Im Moment habe ich hier keine Anleitung. Das ist meine Karte. Und ich habe eine Flasche. Oh, ich bin fast am Verdursten. Dann trinke ich doch mal. Ich will meine Flasche wieder. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch was zu essen. So, was ist das? Ein kleines Tutorial führt mich hier ins Spiel ein. Das macht's einfacher. Ein Geisterwesen. Das Kristallfragment entdecken. Okay. Danke, ich fühle mich schon viel besser. Oh je, du siehst aber gar nicht gut aus. Schnell fülle deine Flasche an der Quelle. Okay, ich war etwas schneller und habe meine Flasche schon gefüllt. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, um zu gucken, ob das Spiel überhaupt läuft. Und jetzt gibt es keine Anleitung mehr. Okay, dann gucke ich doch mal, was es hier sonst noch gibt. Ich kann die Dinge, die rumliegen, untersuchen. Sehe auch gleich, okay, ist ziemlich vertrocknet. Ich kann das halt, das ist immer die falsche. Ich kann es aufheben und woanders platzieren. Keine ausreichende Stütze. Wüste nass. Was brauche ich denn? Hier, da war es gerade. Okay, das macht es mir ein bisschen einfacher. Und ich muss es gießen vielleicht. So, gleich alles gegossen, was hier, das nicht. So, was gibt's hier? Auch untersuchen. Da gibt's hoffentlich bald was zu essen. Halt, wieder die falsche Taste. So, ich kann, hier liegt was, ich kann es aber noch nicht ausgraben. Ich habe noch keine Werkzeuge, aber ich mache es einfach mal wie in jedem anderen Spiel. Ich sammle, was rumliegt und schau mal, was es hier sonst noch so gibt. Dünenhafer. Auch ein bisschen ausgetrocknet, den gieße ich auch gleich mal. Ein Dornenschwanz, der sieht gleich viel besser aus. Der hier ist tot. Gleich mitnehmen. Hilft aber nichts, den werde ich auch irgendwo wieder hinstellen. Dann gibt es hier noch einen Sandstein. Keine Ahnung, wozu, da ist nochmal ein Sandstein. Also hier oben soll ich Wasser beschaffen. Und das mache ich jetzt mal, damit das Tutorial zufrieden ist. Linke Taste gedrückt halten. Und Wasser beschaffen. Q gedrückt halten, um zu trinken. Habe ich gemacht. Jetzt geht's weiter. In der Hitze rumlaufen ist nicht so gut. So, ich muss Holz sammeln. Sandstein habe ich schon. Da ist nochmal einer. Brauche ich noch mehr Holz? Ich habe hier schon was eingesammelt. Hoffentlich gibt es noch was. Du benötigst eine Werkbank und eine Sichel und genügend Holz. War schon weg. Da ist noch was vielleicht. Ne, das muss ich erst zerlegen. Ugh. Gut, hier liegt erstmal keins mehr. Der ist auch schon tot. Da hilft alles Gießen nichts mehr. So, meine Oase ist sehr winzig. Also ich brauche eine Werkbank. Wie kann ich die denn machen? Ich habe hier oben rechts, habe ich mit B meinen Rucksack. Das ist das, was ich aktuell besitze. Nix quasi. Mit C komme ich ins Crafting-Menü. Da ist auch noch nix. Mit M sammle ich meine Erinnerungen. Was habe ich hier? Im Moment noch nix. Kosten 2 Erinnerungen, muss ich wohl irgendwie erst sammeln. Dann habe ich hier J. Die Tasten sind ziemlich willkürlich belegt, scheint mir. Missionen. Eine helfende Hand. Ich schaffe 5 mal Holz. Jetzt brauche ich noch ein Holz. Mist.
Und Tab ist meine Karte. Okay. Dann laufe ich einen größeren Radius und guck mal, ob ich irgendwo noch Holz finde. Hier liegt noch irgendwas? Nee. Wird doch am Ende nicht schon alles eingesammelt haben. Hier, ja, gieße ich mal. Sehr schön, da wächst was. Das kann ich nehmen und ich kann es essen. So, was war jetzt mein Rucksack? War B. Genau, dann ist das hier. Und Essen ist Kuchen. Kann das noch nicht essen. Warum nicht? Bereithalten. Oh. Und dann? Okay, ich kann es nicht essen. Ich finde das mit den Tasten ein bisschen schwierig. Deswegen hatte ich mich eigentlich auf die Controller-Belegung gefreut. Also das Spiel mit dem Controller zu spielen. Das funktioniert auch tatsächlich besser, habe ich den Eindruck. Aber so ein paar Tasten sind noch nicht belegt. Also das muss ich mir erst noch angucken. Und dann werde ich es aber, glaube ich, einfach mit dem Controller spielen. Hier ist noch eins. Jawohl. Und jetzt muss ich eine Werkbank bauen. C. Wo stelle ich die denn hin? Ich mache das mal da hinten. Ist Platz. So, interagieren. Was kann ich machen? Eine Holzsichel. So, damit kann ich tote Pflanzen und Bäume zerkleinern. Was kann ich noch machen? X. Alles klar. Der macht ein bisschen Schatten, den lasse ich mal stehen. Aber der da hinten? Das sieht gut aus. So, ich soll pflanzen und zerkleinere tote Bäume mit der Sichel, um Materialien zu erhalten. Halt. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis ich das hab. So. Den vielleicht auch gleich noch. Stelle an der Werkbank einen Spaten her. Nimm noch eins mehr mit. Ein Holzspaten. Dünenhafer, ein schnell wachsendes Getreide mit essbaren Samen. Mit dem Spaten kannst du vergrabene Rohstoffe finden, gerade an hellen Stellen im Boden. Was du findest, hängt davon ab, was sich in der Nähe befindet. Habe an hellen Stellen in der Nähe vom Hafer, um einen frischen Dünenhafer-Samen zu erhalten. Okay, drei muss ich ausbuddeln. Hier ist zum Beispiel einer. Und da hinten. Ein Sonnenscheinsamen, okay. Den muss ich eher hier vorne buddeln. Nochmal einer und nochmal einer. Gut, das habe ich gemacht. Junge Samen sind sehr empfindlich. Den ausgegrabenen Dünenhafersamen kannst du aussehen, um eine neue Pflanze zu züchten. Pflanzen liefern dir alle möglichen Rohstoffe wie Nahrung und Materialien. Drücke B, um deinen Rucksack zu öffnen. So, dann habe ich hier Pflanzenfasern. Machen wir es mal so. Und was ist das hier? Sonnenscheinsamen. Aber ich muss den hier nehmen. Pflanzen. So, wo kann ich den pflanzen? Ich nehme mal an, grün ist gut. Ah, hier. Noch ein paar mehr Rohstoffe, die du hier in der Nähe beschaffen kannst, falls dir danach ist. Erkunde den Bereich, um vorübergehende Nahrungsquellen zu finden. So, denk daran, deine Flasche zu füllen, bevor du ausbrichst. Ich habe aber noch einen weiteren Samen. Hier, Sonnenschein.
Der bringt 5 Früchte, braucht 6 Wasser und 90%, was auch immer. Grün. Ah, grün. Okay. Grün ist gut. Wo kann ich den pflanzen? Kann ich auch hier pflanzen? Was macht das dann? Ich mach den mal hier hin. Nicht genug Platz. Okay, er braucht Platz auf jeden Fall. So, mehr habe ich nicht. Was ist hier noch? Noch ein Sonnenscheinsamen. Den setze ich auch gleich noch ein. Dann habe ich, glaube ich, aber erstmal genug gepflanzt. Was auch immer Sonnenschein macht. Und wie lange es dauert, weiß ich auch noch nicht. Halt. Halt. Sonnenscheinsamen pflanzen. So, ach so, ich muss das jetzt natürlich noch. Kann ich das gießen? Sieht ganz gut aus. Okay, wo ist der dritte? Halt, da hinten habe ich doch noch irgendwas. Den könnte ich noch. Moment, ich habe doch 3 gepflanzt. Hier. Okay, schauen wir mal. Hier von 5 reif in 125 Stunden. Okay, gut. Das heißt, ich brauche möglichst schnell was anderes zu essen. Wird ihr noch versorgt? Ich bin da nicht richtig angekommen. Jetzt. Okay. Mir scheint, meine Wasservorräte sind nicht so üppig. Ich gehe mal gucken. Erkunde den Bereich, um vorübergehende Nahrungsquellen zu finden. Okay, was gibt's noch? Ich bin hier unter so einer Kuppel. Den Regenblumenkaktus gibt es auch noch. Ja, sehr gut. Wieso leuchtet der so? Okay, und jetzt kann ich das aber essen. Als nächstes solltest du nach Kupfer suchen. Von allen grundlegenden Metallen sind seine magischen Eigenschaften die offensichtlichsten. Ich esse aber erst noch meinen Kaktus. Und ich gieße noch einen zweiten. So. Dann habe ich da hinten Kupfer. Und hier ist noch ein Kaktus. Ich weiß nicht, ob die Sachen schlecht werden. Ich vermute eher nicht. Das ist tot. Ich schaffe im Steinbruch Kupfer. Rüste deinen Spaten aus und grabe einmal Kupfer aus. Okay, Spaten. Hier vielleicht. Feuerstein. Noch ein Feuerstein. Ein Sandstein. Ein Feuerstein. Das kann nicht schaden. Ich buddel einfach mal alles aus. Ein Sandstein. Okay, vielleicht tatsächlich hier. Ah, hier, Moment. Da war gerade was grün. Ne, dann vielleicht da. Das sieht gut aus. Wie seltsam. An einen magischen Schutz wie den, der uns umgibt, erinnere ich mich gar nicht. Okay. Komm jedenfalls zurück, dann können wir das polieren und zu einem Behelfsspiegel machen. Okay. Aber ich muss noch Dinge ausbuddeln. Sonnenscheinsamen. So. Ich vermute, ich kann nicht allzu viele Pflanzen am Leben halten. Deswegen ist es wahrscheinlich, weil die Quelle ist ja recht klein. So, wie ist es denn? Hier noch ein bisschen Wasser. Aber scheinbar hält das eine Weile. Okay. So, was, Es wird Zeit, deinen Zauberspiegel herzustellen. Geh zur Werkbank, um deinen Kupfer zu formen und zu verzaubern. Hier, ein Spiegel aus poliertem Metall. Damit kannst du arkane Energie kanalisieren. Brauch 5-mal Essenz, Hühnenhafersamen, Pflanzenfasern und Kupfer habe ich. Essenz.
Die Essenz geht dir bald aus. Sammle nachts Essenz von lebenden Pflanzen in Quellen und Siegelsteinen wird sie für die spätere Benutzung gespeichert. In Quellen, okay. Feuere einen Übungszauber ab. Kupferspiegel, einen Übungszauber. Vielleicht mal so hier. Ah, gut. Ein Übungszauber. Immer an das, was in der Mitte zwischen den zwei Essen- und Trinken-Balken sind. Das ist vermutlich die Essenz, die ich gesammelt habe. Oder das Ganze in der Mitte, ich weiß nicht genau. Ein Unterstand kann schutzlose Pflanzen vor brutalem Wetter schützen. Außerdem kann man sich darin auch gut aus... Gut. Ein Unterstand. Dafür brauche ich aber noch mehr Holz. Gut. Das sind ja genug Bäume, vielleicht nicht. Ich nehme hier mal erst den... Oh, frischer Dünenhafersamen. Kann ich den denn auch gleich wieder ansehen? Ich könnte den auch essen. Das ist auch gut. Oder pflanzen. Hier. So, was brauche ich? Holz. Das hier sah tot aus. Gibt bestimmt Holz. Gut. Gleich noch ein bisschen mehr. Am Gamepad kann man diese Sachen nebenbei gleich einsammeln. Das geht hier scheinbar nicht so gut. So. Einen Unterstand, den baue ich mal vielleicht hier direkt daneben. C. Unterstand. Okay. Ruhe dich aus, das hast du dir verdient. Schlaf im Unterstand, damit es Nacht wird. Okay. So, und jetzt muss ich Essenz sammeln, glaube ich. Unterstand. Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich die Welt auf magische Art und Weise. Beschaffe 16 Mal Essenz von Pflanzen, diese durstige Pflanzen, um mehr Essenz zu erhalten. So, hier das vielleicht. Plus 4. Ja, eindeutig das kleine runde Ding in der Mitte. Ja, ich habe 20. Kann ich pflücken und ich kann das auch gleich gießen. Was habe ich alles gegossen? Frischer Wurzelbartpilz. Okay, noch einer. Oh, wer bist du? Herzlicher Gast. Eine Geschichte anhören. Mit einem kleinen Geschenk kannst du den Geist dazu bringen, dir eine Geschichte über die Welt zu erzählen, wie sie früher war. Sprich mit dem Geist, drücke M, um deine Erinnerung. Ah, das sind die Erinnerungen, mit denen ich dann Sachen machen kann. Willkommen, mein Kind. Du bist ein erfrischender Anblick. Nayas Funke spiegelt sich in deinen Augen wieder, aber ich werde dir helfen, so gut ich kann. Erinnerung des Überlebens erhalten. Nebenso pflücke ich noch den Samen. Und gieße eine alte Weise. Was war das? M musste ich drücken. Okay, Erinnerung. Ich habe jetzt zwei Erinnerungen eingesammelt, habe sie angesehen und jetzt kann ich die Kategorie überleben und den Bonus Handwerk freischalten. Hier. Kosten zwei Erinnerungen. Lerne grundlegende Dinge aus Holz und Fasern zu bauen, zur Aufbewahrung, Dekoration und zum Kompostieren. Okay, ich bin ein bisschen schlauer. Was ist mit den nächsten Sachen? Da brauche ich wieder zwei Erinnerungen. Okay. So, jetzt brauche ich, glaube ich, noch mehr von diesen... Von diesen Samen. Muss ich auch noch alles gießen.
die sind ja tatsächlich schon reif. Das geht ja schnell. Okay, alles gegossen. Das hier hinten. Oh, ich habe fast kein Wasser mehr. Moment. Was ist denn hier eigentlich? Auch ein Samen. Ich glaube, dieser Fleck hier ist tatsächlich deutlich größer geworden. Ungefähr doppelt so groß, um genau zu sein. Das ist super. Wie sieht es hier aus? Ernten in 18 Stunden. Hier gibt es nichts zu ernten. Ich gieße mal ein bisschen. Buddel mal diese Sachen aus. So. Du bist wahrscheinlich die Erinnerung, mit der ich schon gesprochen habe, oder? Herzlicher Gast, genau. So, was habe ich getan, um das zu vergrößern? Wahrscheinlich die drei Dünenhafer, die ich gepflanzt habe. Das heißt, wenn ich hier noch was pflanze, dann wird es vielleicht noch grüner alles. Das ist der Dünenhafer. Den will ich pflanzen. Und auch hier draußen pflanzen. Die zwei verbinden. Das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Ich habe noch einen, das will ich jetzt aber nicht abbrechen. Genau. Der Sonnenscheinstrauch wächst. Das wird dauern. Aber ich muss die noch gießen, halt. Sonst wächst da gar nichts. Der hier ist im feuchten Bereich angepflanzt. Gut. Okay, ich glaube, ich habe alles gegossen. Meine Quelle ist auch irgendwie ganz schön groß. Ist die größer geworden? Und wenn ja, woran sehe ich das? Hier. Interagieren? Nee, immer noch 500. 260 Wasser pro Stunde. Alles klar. Was muss ich als nächstes machen? Lerne wichtige Orte zu markieren. Öffne deine Karte mit Tab. Mache ich. So, ich habe ihn auf deiner Karte markiert. In Quellen wiederhergestellt. 0 von 37. Okay, ich muss irgendwo nach rechts hin. Ah, ich kann die Oase jetzt verlassen. Habe ich genug Wasser dabei? Ja, ich habe genug Wasser dabei. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Hier ist noch Essenz. Okay, der hat noch. Da geht's lang. Komm ich da durch? Ah, Kreis unterbrechen. Mein Spiegel macht ein bisschen Licht. Ich nehme den mal. Und schau mal. Ah, das sieht irgendwie... Es ist rot. Rot ist immer irgendwie ein bisschen feindlich. Aber ich gehe mal hier rein. Mal gucken. Gefangener Geist. Ich kann ihn befreien. Interagiere mit dem seltsamen Objekt. Finde das ominöse Kristallbauwerk und interagiere mit dem blauen Fragment darunter. Dann befreie ich den mal. Spiegelung. Spiegel, Spiegel, widerspiegeln, reflektiere. Oh. Oh. Das hat irgendwie nicht geklappt. Autsch, autsch, autsch. So. Okay. Erledigt. Was ist das? Sandstein. Feuerstein. Es ist weg. So.
was das Fragment von einem Geisterwesen aus dem Kristallbauwerk befreit. Oh, und was bist du? Habe ich den jetzt erlegt? Nee. Geh zurück zur Oase und gib es dem hilfreichen Geisterwesen. Halt, Oase ist da lang. Bring das Fragment aus dem Turm zu dem freundlichen Geisterwesen in deinem Garten. War das jetzt ein Turm? Ich weiß nicht. Jetzt ist natürlich auch meine Schutzkuppel weg. Zu dem freundlichen Geisterwesen. Du wahrscheinlich. Das Fragment abliefern. Das mache ich. Danke, das war ein Fragment von mir. Ich heiße Vidias. Einst war ich ein Geisterwesen des Wissens und habe vielen geholfen. Aber anscheinend wurde ich zerschmettert und im ganzen Land verteilt. Jetzt verstehe ich, wie unvollständig ich bin. Es war sehr großzügig von dir, mir zu helfen. Im Gegenzug biete ich dir das Wissen an, das ich mich erinnern kann. Sprich mich an, wenn du mehr erfahren willst und zu weiteren Abenteuern bereit bist, bei denen du Fragmente von mir findest. Okay, ich bin bereit. Wie sieht's aus mit Nahrungsquellen? Gibt es eine bessere Nahrungsquelle? Wenn du nach einer nachhaltigeren Nahrungsquelle suchst, in dieser Gegend wuchs früher Amaranth im Überfluss. Okay, und das andere? Felswände erkunden. Du musst nur einen Samen finden, der frisch genug ist. Er sollte sogar in sandigem Boden gedeihen. Das gehört noch zum Amaranth, glaube ich. An Felswänden hochzuklettern ist eine gute Methode, um dich zu orientieren. Drücke linke Shift-Taste, um an Wänden hochzuklettern, steht hier. Hey, probiere es gleich aus. Vielleicht entdeckst du dabei ja was. Einfach hier so. Linke Shift-Taste. Ah, okay. Das ist einfach. Ich kletter mal bis ganz oben. Ah, siehst du von dort oben was Interessantes? Ja, ich weiß nämlich nicht, wie man einen gebrochenen Knöchel verarztet. Ich muss vorsichtig sein. Es gibt Fallschaden. Und da hinten ist die nächste rote Dingens. Und da leuchtet auch irgendwas. Das sieht gut aus. Wie komme ich denn hier wieder runter? Und das sieht so aus, als gäbe es hier was auszubuddeln. Das hier sieht ja spannend aus. Da leuchtet auch was. Ist im Zweifel also total gefährlich. Aber, oh, ich bin ohne Wasser losgegangen. Aber ich habe noch. Dann nehme ich mal meinen Spiegel zur Hand. Und muss dahin zurück. Wie war denn das mit dem wieder runter? Darunter klinken, linke Shift-Taste. Genau. Das geht. Wenn man die Shift-Taste gedrückt hält, fährt man offensichtlich nicht runter. Oh, was habe ich jetzt? Ach, das ist der Baum. Ein Regenblumen-Aktus. Den gieße ich mal. Sehr schön. Das gibt Essenz und es gibt eine Frucht. Eine blockierte mystische Quelle, das kann ich aber noch nicht. Okay, das heißt, ich kann hier tatsächlich sehr viel mehr noch begrünen. So, da leuchtet jetzt was. Das war, glaube ich, vorher aber auch. Ich muss zu Vidias zurück. Aber ich will jetzt wissen, damit wir noch ein bisschen was gesehen haben. Oh, ich muss was essen. Ich will jetzt wissen, was es hier so gibt. Ich nehme aber mal meinen Spiegel. Hier ist zum Beispiel eine Kiste. Uralte Truhe. War Kupfer und eine Ahnenlinie drin. Das sieht schick aus.
Oh, und wer bist du? Du feindselig? Geist des Eingeweihten. Eine Geschichte anhören. Ja, mit einem kleinen Geschenk kannst du den Geist dazu bringen, dir eine Geschichte über die Welt zu erzählen, wie sie früher war. 10 Essenz. Das gebe ich doch mal aus. Arkane Erinnerung erhalten. Essenz ist die Energie des Lebens, geformt durch Konzentration und Visualisierung. Ich lehre dich, was ich weiß. Oh, wie war das? M? Was denn zwei? Ich habe 2 arkane Erinnerungen, aber... Ah, das ist ein eigener Skillbaum tatsächlich. Fertige verzauberte Siegel, die Essenz sammeln und repariere damit alte Siegeltore. Dann machen wir das mal. Okay, das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Erinnerungen und davon eine ganze Menge. Okay, das hat sich ja schon mal gelohnt. Dann folge ich jetzt mal dem Tutorial. Moment, praktischerweise ist der grüne Baum das, wo ich immer wieder hin muss. Meine kleine Oase. Und ich nehme mal an, das rote da hinten, da muss ich als nächstes hin. Wobei, wenn das eine Kuppel ist, komme ich da ja vielleicht gar nicht rein. Der hier ist geerntet. Aber ich kann Essenz einsammeln, genau. Ein bisschen unpraktisch, dass ich die alle der Reihe nach hier so ablaufen muss. Aber ich habe auch schon wieder genug. Und spreche nochmal mit Vidias. So, wie sieht's hier aus? Das wächst langsam zu, das gefällt mir. So, bereit für ein Abenteuer. Zieh los und finde Fragmente von Vidias, um herauszufinden, was mit dieser Welt geschehen ist. Mach ich. Räume die übrigen Außenposten der Phantome und liefere Vidias Fragmente bei ihm ab. Verfolge den Pfad der rosa Kometen. Okay, ich sehe die rosa Kometen. Verfolge den Pfad der rosa Kometen zurück, um herauszufinden, wie sie entstehen. Liefere Fragmente, die du unter den Außenposten gefunden hast, bei Vidias ab. Okay, ich muss quasi alles Mögliche machen. Und dazwischen immer wieder Blumenwiesen. Dünenhafer. Scheinbar brauchen die weniger, wenn sie auf richtiger Erde sind. Und die hier so in der Pampa stehen, die brauchen auf jeden Fall mehr Wasser. Die hier zum Beispiel steht an der Kante. Der kleine auch. Aber der war vorher noch komplett im Sand. Jetzt ist er schon fast in der Erde. Das ist doch gut. Wurzelbartfungus muss gegossen werden. Das nicht mehr. Okay, ich habe alles gegossen. Kann ich denn dann jetzt... vielleicht trinke ich auch einfach mal. Kann ich denn jetzt schlafen? Was ist mit dir? 8 Stunden. So, bis Sonnenaufgang ausruhen. Das mache ich mal. Dabei wird auch das Spiel gespeichert. Und ich glaube, so als ersten Eindruck reicht das auch erstmal. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Spiel. Die Steuerung gefällt mir noch nicht so richtig, aber die könnte man sich ja umbelegen. Und jetzt sieht man schon, hier kommen jetzt ganz andere Gefahren auf mich zu, nämlich zum Beispiel Wirbelstürme. Und es gibt so Tumbleweeds, die ich auch vermeiden sollte, weil sie mir auch wehtun. Aber mir gefallen die Farben gut und mir gefällt auch das gut. Mir gefällt es super gut, dass hier das allmählich immer grüner wird. Das ist schön. Bin schon sehr gespannt, was hier alles noch wächst und wenn es dann ein richtiger Garten wird. Was war mit denen da hinten? Da gucke ich nochmal. Ah, das ist auch ein Wirbelsturm. Hoffentlich tun die meinen Pflanzen nichts. Ich glaube, ich bin so ein bisschen manisch am Gießen. Ich glaube, so schlimm ist es, so wild ist es gar nicht. Man muss gar nicht dauernd gießen. Aber was essen muss man. Essen ist ein bisschen knapp.
Aber ich glaube, so nach und nach, ich weiß gar nicht, ich habe... Ah, ich habe einen... Moment. Einen Runenschlüssel, mit dem ich eine versiegelte Truhe öffnen kann. Den behalte ich mal. Alles klar, da hinten ist das Tumbleweed, das erste. Und ja, schreibt mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Ist jetzt Ende September erschienen. Ich finde, es läuft einmal frei unter Linux. Wie gesagt, Steam Deck muss man ein bisschen an den Einstellungen drehen. Dann geht es aber auch. Und ich glaube, man muss ein oder zwei Tasten einfach selber umbelegen, damit sich ganz problemlos steuern lässt, ohne die Trackpads zu benutzen. Das war es dann aber auch schon. Finde ich auch prima. Und dafür ist es, glaube ich, auch ganz gut geeignet. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch den Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!